Hallo, heute zeigen wir, wie ihr euren Windows-PC mit unserem FTP-Server vom LabDo-Projekt verbinden könnt, um komfortabel Daten herunterzuladen. Der FTP-Server ist einmal über den Browser erreichbar, da könnt ihr navigieren, euch die Ordner anschauen, auch mit rechter Maustaste einzelne Dateien runterladen. Es funktioniert allerdings nicht bei ganzen Ordnern oder ist unkomfortabel, wenn ihr mehrere Dateien auf einmal herunterladen wollt. Dafür gibt es entsprechende Tools, wie zum Beispiel FileZilla. Das ist ein eigenes Programm, damit kann man sich dann mit dem FTP-Server verbinden und entsprechend Daten herunterladen. Viele haben aber auch danach gefragt, geht das nicht mit dem ganz normalen File-Manager von Windows? Da gibt es einen Haken, der versteht das sichere SFTP-Protokoll nicht. SFTP kann Windows von Haus aus nicht. Deshalb muss man entweder eigene Tools installieren oder wie in dem Fall von Zwisch, was ich jetzt hier gleich kurz erklären werde, kann man ein Add-on zu dem Dateimanager hinzufügen. Ihr ladet das herunter, das ist eine ganz normale Exe-Datei, dauert ein bisschen, geht hier über SourceForge. Und nach ein paar Sekunden startet dann der Download und ihr habt das ganz normal hier entsprechend auf eurem Rechner drauf. Dann könnt ihr Doppelklick installieren, ganz normal so wie ihr das kennt. Ich springe jetzt mal nach vorne. Ich habe dann hinterher, wenn das installiert ist, unter Computer ein zusätzliches Laufwerk, das sich Zwisch nennt. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein Laufwerk jetzt hinzuzufügen, euch mit dem FTP-Server zu verbinden. Dem könnt ihr irgendeinen Namen geben, FTP-Server, LabDo oder so, wie ihr möchtet. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Hier müsst ihr eingeben sftp.labdo.org, weil wir eben das SFTP-Protokoll fahren. Der Benutzer ist LabDo. Später gibt es noch das Passwort kleingeschrieben LabDo, das wird an einer anderen Stelle abgefragt. Und hier müsst ihr auch was eingeben, sonst wird hier unten das Anlegen nicht ausführbar. Und zwar liegt das Ganze in dem Verzeichnis var www.download. Das ist wichtig, dass ihr das so mit Schrägstrich vorneweg eingebt, anlegen. Dann habt ihr das Laufwerk schon mal drin. Doppelklick drauf. Jetzt könnt ihr entweder dem Schlüssel, den ausgehandelten Schlüssel zwischen eurem Rechner und dem FTP-Server dauerhaft speichern. Ich mache es jetzt nur mal für diese Sitzung. Und jetzt kommt das Passwort kleingeschrieben LabDo. So, und jetzt seid ihr auf dem FTP-Server mit Leserechten. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel den Install-Disk-Rechner, da liegen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsche vorbereitete Images zum Klonen, hier ist das Installationstool Leptix, all diese Dinge könnt ihr jetzt ganz normal euch anschauen, herunterladen. Ihr könnt auch hier sagen, kopieren und dann im zweiten, dann könnt ihr sagen, ich möchte das hier wieder einfügen und dann läuft der natürlich je nach Datenmenge, die ihr da runterladen wollt, entsprechend lange. Aber ihr habt das jetzt in eurem File-Manager ganz normal drin. Wenn ihr den Schlüssel dauerhaft heruntergeladen habt, bleibt das auch, bis sich der Schlüssel auf unserem FTP-Server irgendwann mal nach einiger Zeit ändert. Dann werdet ihr das wieder gefragt, ob ihr den Schlüssel annehmen wollt. Das sind so die Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch hunderte von Programmen. Da müsst ihr dann selber entscheiden, was für euch brauchbar ist, was ihr euch installiert. Aber das ist eine sehr komfortable Möglichkeit, sich hier zu verbinden. Und jetzt könnt ihr ganz normal mit dem FTP-Server arbeiten, als wenn das ein Server bei euch zu Hause wäre. Vielen Dank und bis